jetzt. Gut. Hallihallöchen, Leute, und willkommen zu der neuen Season von Diablo 3. Ich habe heute verpennt, aber mir ging es nicht so wirklich gut, aber egal. Wir spielen hier jetzt mit dem Daniel, also aka Labyrinth, und im Hintergrund sind der Lucky Zone und der Killer. Killer Max. Genau, Killer Max, Mahlzeit. Oder guten Abend, guten Morgen, wie auch immer. So, neues Season, neues Glück. Und der Labyrinth zieht mich jetzt gerade mal eben hoch. Sag mal, Lucky, kennst du Diablo? Hast du schon mal gespielt? Damals auf dem PC, so schon 50 Jahre her. Also das alte Diablo. Ja, ja. Ich bin tot. ESS Momo, willkommen im Stream, wie geht's, stets? So, der Daniel ist ja immer so ein netter und level mit mich nebenbei am Anfang. Ist immer ganz lustig. Und kann denn der Daniel auf den Teamspeak kommen? Nee, er könnte, aber da er kein Headset hat, sagt er, macht wenig Sinn. Ansonsten hätte er nichts dagegen. Ich weiß nicht, was mit seinem Headset ist, aber der ist... Der hat irgendwie mit sowas anscheinend mal wieder kein Glück. Okay. Ich weiß nicht, was mit seinem Headset ist, aber naja. Christian schreibt GG. Alles klar, läuft bei dir. Was schrieb Daniel? Was ist denn jetzt? Du bist ausgestiegen? Hä? Dann bei mir. Dein Team ist ausgestiegen. Ja, steht bei mir auch. Hä? Ich jetzt der Bahnhof, was ist denn der Scheiß jetzt? Kein Plan. Hä? Hast du den Neustart gedrückt? Ich hab gar nichts gemacht. Okay. Ich bin oben gestanden, hab gewandert, mehr nicht. Ich hab auch nichts gemacht. Alter. Hoffentlich stören wir jetzt die Aufnahme von Anubis nicht. Ach nein. Ich würde keine Aufnahme starten, wenn ihr stören würdet, dann würde ich eher gehen. Positiv. Ja. Aber ein bisschen Unterhaltung ist ja immer da gut dabei, ne? Nee, das ist. Man muss ruhig. Man muss ruhig sein bei Gameplays. Team Wieso ist das? Ausgestiegen, schon wieder. Wieso denn das? Welches verschissene Team? Ich weiß nicht, konzentrationsmäßig. Ich habe noch nie Video für YouTube aufgenommen, muss ich sagen. Ja. Verdammt. Da bin ich schon mal in einem Video dabei. Ist ja schon mal positiv. Ja, direkt Instant-Werbung für dich. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Ist ja nur die Stimme, die hier redet, sonst ja, nichts. Ja. Problem ist, dass ich erst Level 17 bin, aber bei Qual 8 dabei stehe. Ah, okay, war meine Schuld. Hab's da Hust, entdeckt. Cheater, Hust, Hacker, Hust. Ja, so ist das. Ein bisschen Spaß muss sein. Alex Barrett 50 CHL, willkommen im Stream. So, das war jetzt Eigenwerbung. Tut mir sorry. Schleichwerbung. Gönnt euch eine Coca-Cola, Leute. VF. Und hast du gehört? Lucky? Was? War meine Schuld. Wieso, was ist passiert? Ja, da, wo ich gestanden bin, ist ein Ablenk gewesen. Okay. Ich hab die Zeit aber ignoriert. Ich hab's nicht gesehen. Das ist natürlich nicht gut, das stimmt. Da ist der Dings.
Was denn jetzt wieder? Dachmann. Ja, genau. Sweet ey. Anna, welcome in the Lucky Zone Stream. This is the Germany Streamer. How are you? Nee. Wie lange geht denn so eine Let's Play Folge bei dir? Eigentlich 20 bis 40 Minuten. So, okay, instant, ohne Schnitt. Ja, klar, bei mir ist immer, oder sagen wir mal zu 80% alles ohne Schnitt. Je nachdem, wenn irgendwas dazwischen kommt oder so, dann ne, sage ich, gut, dann machst du halt mal einen kleinen Schnitt, aber ansonsten eigentlich immer ohne Schnitt. Und zack, werde ich gelevelt. Ich brauche mich niemals zu bewegen. Faule Sau, du. Ja, ich habe den Start verpasst. Eigentlich wäre ich mit meinen Kollegen hier direkt am Start gewesen. Um, oder sagen wir mal 17 Uhr rum. Aber da ich ja den Tag verpennt habe, Alter! Dann dachte ich mal, bis der Labyrinth mir sagt, was ich mal wieder leveln soll. Weil wenn ich da irgendwas jetzt wieder mache, dann skill ich wieder falsch. Problem ist, Daniel wollte mir eigentlich mal Diablo voll nahe bringen und mir erklären, was ich machen soll und so. Ja, komm jetzt. Problem ist aber, irgendwie hat er danach keine Zeit mehr. Meine Konzentration nicht ausschaffen. Ah, P-Punkte. Darf man bei YouTube Arsch sagen? Bei mir darfst du alles sagen. Gut, also du darfst ruhig Arsch sagen. Ja. Solange es nicht gegen gezielte Personen, sondern, oder sagen wir mal, hier gegen bestimmte Personen gerichtet ist, ist es mir egal. Wenn es okay, gut sind oder irgendwelche random Gegner, ist okay. Es sind random Gegner, ja. Aber die haben ja keine speziellen Namen leider, außer Ballas. Also. Aber Ballas darf man ja dann auch nicht sagen, oder? Das ist ja auch eine Gruppierung. Das ist ja dann auch irgendwo indirekte Schleichwerbung. How old are you, Christian? Okay, how old are you? You are 16. Nice. Okay. Christian, danke. My English is not good. Ja, aber ich find's cool, dass ich dabei sein darf bei dir in der Aufnahme. Dass du so eine geile Stimme damit dazu haben möchtest. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich deine Zuschauer dadurch vergreile. Vergreile natürlich, das ist vergraule. Aufgeregt mein erstes Mal in einer Session. Ich habe mich richtig geärgert, so, geredet. Tastenbelegung, glaube ich, das Gameplay da zahlreich hat. Interface, so interessiert mich das. Da steht, ah, da Tastenbelegung. Porten. Bildkarte, Portal ein, Portal aus, ja, P. Shit. Warum lande ich dann auch nicht mit P? Wie viel kostet das Game denn noch auf YouTube, auf Stream und so weiter aktuell? Gute Nacht, Devil, schlaf gut. Müsste ich jetzt selbst mal eben nachgucken, aber Paragon, nee, Portal, Questmenü, kleinen Moment mal eben, Karte, Welt. Achso, dann P, ja. Das sind die beiden. Zack.
doch, was, Mann? Da, jetzt. Ich weiß nicht, ist eigentlich gar nicht mehr so teuer. Wenn du aber auf Kinguin guckst, statt über Steam oder so. Ich kann jedem nur sowas wie Kinguin, MMOGA und sowas an die Hand legen. Oder, ja, da gibt's noch andere Seiten, aber den Namen kann ich nicht aussprechen. MMOGA? Ja. Nee. Go to Life oder sowas? Sweet Anna, Schuss, like shot, yes, but Schuss ist German. Lucky Schuss ist mixed of German and English name. Was? Devil, okay, dann hau mal rein, schlaf gut. Ich weiß gar ja, kann ja sein, dass es deine Zuschauer jetzt auch interessiert hat, wie viel das jetzt aktuell kostet, ja? Ja, ja, klar, also ich kann... Aber wie gesagt, da einige Spiele kriegt man halt auf MMOGA günstiger und andere halt auf Kinguin, aber mehr als 30 Euro würde ich nicht mehr bezahlen. Ja, ich hab, selbst ich habe nur 36 Euro für alles zusammen bezahlt, mit beiden Add-ons. So, ja, das ist mal eine jetzt, klare Ansage. Das ist jetzt seit Anfang des Jahres so. Das ist mal eine klare Ansage. Finde ich cool, Respekt. Ja. Volkan, was geht bei dir? Alles fresh, Digga? Ich bin selber einer, der es verabscheut, viel Geld für etwas zu bezahlen. Na, ich sag mal, was PC-Games angeht, bin ich da auch so, weil ich weiß, dass mein PC das nicht mitmacht. Ich hatte jetzt vor kurzem einen Arc K bekommen. Und, ja, ich kann es halt nur offline zocken. Mhm. Ein Ding ist an sich, wenn ich das mal richtig verstanden habe, ist alles kostenlos. Ja, also das Grundgame von Diablo, aber dann kannst du nur offline spielen, weil die Online-Modis in dem Dings drin sein sollen, in den Add-ons mittlerweile. So, und ja, das Ding ist einfach nur, mittlerweile brauchst du aber die Add-ons. Ja? Weil sonst hast du viel zu wenig Content. Da bist du in, sagen wir mal, gefühlten 5 Minuten bist du durch. Ja, und das finde ich von der Spieleindustrie ehrlich gesagt eine richtige Abzocke. Ja, meine Meinung jetzt. Als Anfänger brauchst du vielleicht ein paar Tage. Als Anfänger von sowas. Ja, ne? Aber wenn du halt auf solche Spiele stehst, bist du bei Diablo eben halt, ja, typisch Diablo bis ruckzuck durch, ne? Jedenfalls bei den Story-Modus, ne? Wenn du eben halt hier Season spielst mit den Qual und sowas, dann dauert schon. Okay. Allerdings hier, mein Kollege, der Daniel, der suchtet das so dermaßen, dass, der braucht nicht lange, um auf Level 70 zu kommen oder eben halt die Paragon-Level zu machen. Ja, das ist schon klar, aber die Sache ist auch die, dass du wirklich darauf gezwungen wirst, weitere Add-ons zu kaufen. Ist ja genauso wie bei World of Warcraft. Ja, ja, aber diese, das ist typisch Blizzard. Monatlich. Das ist typisch Blizzard und ich sag mal so, dafür bekommst du aber auch genügend Content von an sich von Blizzard, ne? So, ich bin jetzt schon, seitdem ich angefangen habe aufzunehmen, bin ich Level 51. Und ich habe bisher noch nicht meinen Finger krumm gemacht. Musst du dir mal vorstellen, mein Kollege Daniel ist Level 70 und jetzt schon Paragon Level 121. 29, so. Der Typ ist einfach der übelste Junkie, Level 52. Okay. So, und sobald ich Paragon-Level erreicht habe, fange ich dann eben halt auch an, ne, mitzuzocken. Also so, dass ich langsam mal sag, okay, jetzt fange ich an mitzulaufen, ne. Oder allerspätestens wirklich, je nachdem, was der gleich sagt, in was für ein Qual-Level wir uns befinden,
Ne? Also spätestens ab so Paragon Level 70 bin ich dann mit dabei. Anna, what do you play? Ja, aber guck mal, wenn du jetzt wie bei World of Warcraft über diesen, ich glaube Level 20 oder 25 war es, glaube ich, drüber hinweg bist, bist ja auch angearscht, ja. Also das finde ich natürlich scheiße, wenn du dann halt kein Dings kaufen tust, dass du dann halt nicht weiterzocken kannst. Finde ich eine persönliche Frechheit, muss ich echt so gestehen. Ja, ich finde sowas auch scheiße, ne? Aber eben halt, Blizzard, ne, ist schon immer so gewesen, ne? Und Fans finden sich halt damit auch ab. Die sind ja an sich damit zufrieden, anscheinend. Allerdings, ich persönlich, ich brauche mal echt jemanden, der sich mit mir bei Diablo mal so ein bisschen reinfindet, weil ich werde jedes Mal in diese Welt gekickt. Und dann ja, spiele ich vielleicht zwei, dreimal und dann habe ich melden sich die meisten schon gar nicht mehr, bis dann die neue Season beginnt, ne? Und ich persönlich weiß dann meistens gar nicht mehr, wie ich etwas machen soll, ne? Ich weiß nur, ah, da habe ich meine Tastenbelegung, so kann ich töten, ne? Und wenn ich das richtige Level habe, dann laufe ich dann halt los und fange dann mal an zu spielen. Aber wenn eine neue Season beginnt, ne, stehe ich meistens wie der letzte Noob da. Ich weiß auch nicht. Ich finde das eigentlich scheiße. Ja gut, aber ganz ehrlich, wenn du jetzt bei Facebook vertreten bist, das bist du ja, und das nicht gerade wenig, nehme ich mal an, dann gibt es ja sicherlich auch viele Gruppen, wo du da nachhaken kannst, ja. Ja, ich frage dann meistens eher YouTube, aber wie gesagt, was ist denn besser? Oder sagen wir mal so, was macht denn mehr Spaß? Sich durch YouTube zu kebbeln? Oder eben halt hinzugehen und sich mit Freunden da mal durchzuseppen und dann eben halt zu machen und zu tun. Und ich bin wirklich so einer, der, wenn er eben halt nicht eine Leute dabei hat, die dann eben halt auch das mit einmachen, sondern so wie ich das jetzt hier hab, dass ich dann eben halt zwei, dreimal jetzt mit den Jungs spiele und dann war's das. Dann stehe ich, keine Ahnung, dann habe ich nicht wirklich Lust auf sowas, ne? Nee, wie du, alles klar bei dir. Ja, da hast du schon recht. Aber ich finde es persönlich mit Freunden oder mit Leuten, mit denen man auch so in Real Life quatschen kann, so wie jetzt zum Beispiel, ja. Was heißt Real Life? In Real halt, ne? Quatschen kann halt also auch so YouTube und im Stream jetzt, finde ich doch wesentlich chilliger und besser, als wenn du jetzt, Ja, logisch. das halt zeitversetzt hast. Beim Stream hast du es einfach zeitversetzt, ja. Ich habe es ja damals gesehen, wo ich Minecraft gezockt habe, war ja auch ein Community-Projekt am Anfang, was ja auch noch weiterhin ist, aber es ist halt eingeschlafen, weißt du. Kommt immer was Neues dazu. Und wenn du da Leute dabei hast, die jetzt halt eins zu eins dabei sind und sagen, ey du, da musst du lang, den musst du anquatschen, das musst du machen, es ist wenigstens wesentlich chilliger, als wenn du jetzt YouTube guckst und immer hin und her klickst und dann hast du vielleicht Ja, das das. vergessen. Genau. So, dann wieder hin und her. Das ist halt auf Dauer nervig, finde ich. Ja. Christian haut den Nuke raus, alles klar. Armin van Buuren, okay. Christian, kannst du da ein bisschen vermitteln, was das für eine Plattform ist? Nicht Armin van Buuren? Ne, Armin van Buuren oder Buuren schreibt sie. Doppel-U halt. Ja, das ist holländisch, das wird Armin van Buuren ausgesprochen. Armin van Buuren. Ja. Das Okay, ist, sagt uns trotzdem nichts. kennst du Armin van Buuren nicht? Das ist, der war, glaube ich, vier oder fünfmal hintereinander der berühmteste DJ der Welt. Echt? Ich frage, was sie so spielt und dann schreibt sie sowas. Alles klar. Okay. Geile Sache. What do you play on Angry. platform? My English is very, very bad. Wie heißt denn die Dame? Sweet Dame Anna? Anna. Sweet Anna. Ja, aber ich finde es, Gut. wie gesagt, ich. Ja. Warte mal, ich versuch mal mit meinem gebrochenen Englisch sie was zu fragen. Hey Sweet Anna, you are DJ. You play electro music. Jetzt schreibt sie klar. I am Armin van Buuren. Paski, was geht? PS Soccer, alles fresh bei dir. Paski, haut raus, halt, stopp, jetzt rede ich. GTA, GTA und COD. COD. Nice, okay, ich mache erstmal Selbstmord, sorry. Ich hab's gesehen.
Guten Morgen, Lucky und TS, Leute. Moin, PS Zocker. So, nee, bei dem kann ich nicht. Wo ist denn mein Händler hier? Ich will verkaufen. Also ich kann dir nochmal sagen, danke, dass du mir so weit vertraust, dass ich bei dir in deiner Aufnahme dabei sein darf. Jederzeit wieder. Bei YouTube. Yes, I am a DJ. Nice. Bist du jetzt bei mir? Gut. Ja, wieder. War plötzlich weg, Mann. Was hat sie geschrieben? Verarmen, verbühren. GTA, Gott. Nee, GTA, COD. Yes, I am DJ. Okay, Anna, you're going to Facebook and we supporting you by Baselife Music, a very, very good platform for underground and new DJs in this world. Schau, dass ich es nicht auf Englisch sagen kann, Hashtag Schleicher, aber ich hätte es gerne gesagt, das ist so. Ich habe ihr jetzt gesagt, okay, sie soll jetzt mal auf Facebook gehen. Und dich unterstützen. Nee, nicht unterstützen, sondern bei Facebook auf Baselife Music gehen, denn da wird ihr an sich geholfen, weil das ist ja die Plattform, die wir vertreten, eben halt für Underground und Elektro-DJs. Für alle, die jetzt das Let's Play gucken, im Nachhinein, die dürfen natürlich auch, wenn sie mit Elektromusik arbeiten, jederzeit Baselife Music besuchen. Das hier ist ein Gaming-Video und ich mache gerade für Elektro-DJs Werbung. Widersprüchlich das doch ist, oder? Ja, was heißt widersprüchlich? Ich meine, in jedem zweiten Gameplay-Let's Play, das Intro ist auch mit Dubstep und keine Ahnung was versehen. Also Elektro-Music regiert im Moment ziemlich die Welt. Ja, das stimmt. Ich meine, selbst Rapper sind mittlerweile hingegangen, haben irgendeinen Trap-Song oder sowas, Trap-Beat im Hintergrund. Dabei ist das auch Elektromusik. Und ich dachte mir, was war nochmal irgendwas Anfang 2000? Scheiß Techno-Fotzen und sowas. Ja, und dann benutzen sie aber selber die Beats. Und ich denke mir so, ja, Hauptsache mit dem Trend gehen. Ja, aber so ist doch meistens einfach. Okay, ich will jetzt hier keinen Krieg mit Rappern anfangen, ne? Aber ich sag mal so, da sieht man einfach mal, wie sich die Welt entwickelt und ich find's eigentlich ziemlich geil, weil eben halt die Rapper an sich und auch die Elektro-Künstler da so zueinander gefunden haben, ne? Das ist schon irgendwie eine krasse, krasse Wendung, die man hätte vor über 10 Jahren oder sagen wir mal vor 16 Jahren hätte das keiner gedacht, dass das mal so kommen wird. Aber wer hätte allgemein gedacht, dass es so weit kommt? Ganz ehrlich, Armin van Buuren ist my favorite DJ. He is the best DJ on DJ Mac 7, 8, 9, 10, 12. Okay. Gesundheit. Okay, PS Zocker, wir moven dich. Bist aber live dabei in der Aufnahme. Also darfst du keine schweinischen Wörter sagen. Macht er gleich. Alles klar, haut da raus. So viel zu schweinischen Wörtern. But genau. I like Hardwell and Dimitri Vegas too. Okay, Anna, Armin van Buuren, a very, very good DJ. And Dimitri and Vegas and Hardwell. Okay, Morgan. Not me. Morgan. It's very, very cool for your style on electro music. Moin, Lucky. Moin, alles fresh bei dir. Loco. Muss aber willkommen im Stream und in der Let's Play Aufnahme. Genau, willkommen im Stream und natürlich bei YouTube. Aber nicht auf meinem Channel. YouTube Casting. Zeig uns heute mal dein Talent. Mein Talent ist singen und klatschen. Habe ich aber verlernt, die Schulzeit ist schon lange her. Das war jetzt ein Lachen, ne? Habe ich schon vergessen. Achso, wir dürfen ja nicht in der Aufnahme lachen und weinen. Wir müssen ja real bleiben. Ja, wir sind ja keine emotionalen Mobbing-Opfer. Genau. Wie ging das nochmal? Ausrufezeichen Top Hours.
und natürlich die Zahl dahinter. Also freilassen und dann 10 oder 14 geht maximal. Salzin lädt in die Party ein, aber ich kann doch nicht reden. Salzin. Christian, kannst du doch mal bitte ganz kurz zu Salzin rüber switchen oder Pascal? Ausrufezeichen Multi nochmal. Und mal bitte schreiben, dass ich nicht eine PS4-Party kann. Weil ich kein Headset dran habe. Nee, weil ich kein Headset dran habe, deswegen. Ich bin auf der PS4 aktiv. Wie ich einfach verrecke. Ein Schlachhund, das Vieh hat mich, ey. Ich lass es bleiben. Aber da sind noch ein Monster bei. Das ist krass. Also ich bin mittlerweile Level 62. Ich weiß nicht mal, wie lang mittlerweile dieses Let's Play schon geht. Aber gleich mache ich mal eben Cut. Also eben Aufnahme beenden und Aufnahme wieder starten. Eine Frage noch an den YouTuber. Ja. Wie sieht es denn aus? Was brauchst du denn für eine Hardware dazu, wenn jetzt einer das auch ganz zocken will? Die Hardware sollte auf jeden Fall wie erkläre ich das? Auf jeden Fall mindestens eine 2 bis 4 GB Grafikkarte, sollte nicht allzu alt sein, also so eine GTX 700 noch was sollte es Minimum sein. 67. Ja, genau, PSG. Danke, Christian. Ansonsten Minimum 6 GB RAM. Ich würde aber hier 8 GB für das Mindeste empfehlen. Obwohl 8 GB ja mittlerweile auch Standard sind. So, kommen wir zur Festplatte. 1 bis 2 Terabyte sollten. Also natürlich, wenn man jetzt selber viel zockt und sowas, 1 Terabyte sollte allerdings ausreichen. 1 Terabyte Festplatte ist ja mittlerweile auch Standard. Mainboard, okay, sollte DDR3 Minimum unterstützen. Und ansonsten, was braucht man noch? Habe ich irgendwas vergessen? Netzteil. Danke, Christian. Okay, für alles zusammen, ich habe jetzt ein 650er Netzteil drin. Sollte an sich eigentlich reichen. So, ja, und das war's eigentlich, ne? Also okay, na das ist doch mal positiv. Ach ja, Prozessor. Also mindestens ein 3,5 GHz Prozessor braucht man. Ein Vierkerner reicht dabei vollkommen aus. Da würde ich aber dann eher den von Intel als den von AMD empfehlen. Okay, kommst du jetzt drauf an, ob man nebenbei auch Let's Playen will oder eben halt Stream, dann ist hier Intel natürlich ganz klar im Vorteil, weil Intel eben halt auch ne, ESL, Streaming und keine Ahnung was darauf setzt. AMD hingegen ist, wenn man nur rein zocken will. Oder eben halt nur Let's Plays machen will, dann reicht auch der AMD-Prozessor. Ne? Do you know Tomorrowland? Ja. Schreibt Sweet ja. Anna. Anna, no, I am to Tomorrowland. I have not cards and I see the livestream from Tomorrowland. Nice. Also sie fragte mich, ob ich zu Tomorrowland... Zur Veranstaltung gehst. Fragte mich wegen Tomorrowland. Und ich sagte ihr, nein, ich habe keine Karten für Tomorrowland. Aber ich gucke mir auf jeden Fall den Livestream von Tomorrowland an. Ach, der streamt auch so bei Twitch oder was? Nein, Tomorrowland ist... eines der größten Elektro-Festivals, die es gibt. Alles klar. Ja, okay, was heißt eines der größten? Mittlerweile eines der größten. Und da legen David Gerda und sowas eben halt auf, ne? Okay, ja stimmt. Jetzt, wo du sagst... Paul Kalkbrenner. Ja, jetzt, wo du sagst, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Danke. Timo, BVB, willkommen zu, wie geht's, wie steht's? Das größte Elektro-Event, das sind immer noch Climax.
Und Dings. You das see the live stream the last weekend from Tomorrowland for the. Bist du mit deiner Laufbahn, würde ich gerade sagen, mit deiner Live-Aufnahme beendet, dass du free bist? Wir sind ja gerade voll live dabei und ach, da kommt da eine Frage. Hauen wir mal raus hier. Ja, so ist das nun beim Livestream, Leute. Da muss man das halt natürlich auch beantworten, ne? Oh, Anna, the Livestream from Brazil, Tomorrowland. Very, very good and very nice DJ. So, very big. Have fun to the live stream and very cool DJs with nice music. This is awesome. I can just see in the live stream and so good quality. Very cool. Also wenn du mich